So, das ist jetzt Japan. Wir haben auch eine Map, sehr gut. Ja, sieht doch ganz cool aus, vielleicht. Keine Ahnung, immer schwer zu sagen am Anfang, ne? So, ich bin gespawnt, ziemlich genau im Westen, ganz leicht südwestlich. Mhm. Ich sag auch gleich Moin Moin, ich habe noch eine fette Orange im Mund. Na, lock deine Orange. Ich finde es richtig verstörend, dass hier einfach kein Grashalm gibt. So ganz und gar kein, sieht einfach aus wie so ein Teppich. Ja, ja. Hey, wer redet denn hier noch? Was ist das denn? Was ist das denn? Auch gerade bei dem Hintergrund, ja. Akita Village. So, der Server ist leer, hier gibt's aber KI-Gegner und so ein Zeug. Bin ich ja gespannt. So bin ich übrigens gespawnt. Sieht super cool aus. Gefällt mir der Style. Das ist ein asiatischer Glückshut quasi. Guck mal hier, Server-Info. Beware of the Tommy Guy. Also nämlich in Acht vor dem Tommy Guy, wer auch immer das sein soll. Pendel Cherno, Deer Isle in Japan. Warte mal, was stand hier? This server sucks. Admin is trash. Old Man Vape, Server Owner. Okay, mal gucken. Ich sehe schon, dass es spezielle Zombies hier gibt. Die sehen ein bisschen aus, als ob sie gehäutet worden wären. Hey, wieso habe ich keinen Ton? Ich habe keinen Ton. Wieso habe ich keinen Ton? Hey, man merkt schon direkt, dass die Server-FPS relativ low sind. Alter, der Brustharnisch hat 60 Inventarplätze, what the fuck? Okay. Kann man Zombies häuten? Ja. Alter, da ist voll die Hexe, was geht denn? Oh Mann. Eine Hexe? Ja, eine schwebende, schwarzhaarige Hexe. Oder halt ein Geist oder so, sieht ein bisschen aus wie so ein Horrorfilmgeist. So Conjuring-mäßig oder wie das heißt. Conjuring, ja. Ich bin, warte mal, auf Map, wo bin ich denn? Ich bin Akita Bay. Ja, da bin ich auch. Ja, Akita Bay bist du auch? Ich bin direkt südlich von dir, Akita Village. Bin schon am Zombies abschneiden. Ah, unten. Da bin ich auch gespawnt, ja. Oh, also, dann komm ich mal zurück. Er muss aufpassen. Da hinten Alter, ist ich werd hier gerade schon. Alter, jetzt kommen sie alle. Oh, ich hab ein Problem. Oh, was geht ab? Ich spring aufs Auto. Oh, holy shit. Ja. Ja, die sind alle bei mir wahrscheinlich. Ja, das wirkt noch ziemlich kahl hier, ne? Ja, die Map ist noch voll in der Entwicklung, die ist noch nicht mal ansatzweise fertig. Aber für so einen ersten Eindruck kann man schon mal drauf kicken, würde ich sagen. Ja, ja. Ich laufe jetzt an der Küste mal zurück hier von Akita Bay zu dem Spawnpunkt, wo du auch gespawnt sein müsstest. Ja, yep. Alter, da gibt's einfach Nutten-Zombies. Die haben richtig fette Totten und so. Was haben die? Richtig fette Titten. Hören Sie mal, ist das gut. Oh, ich habe mir fast Bein gebrochen. Ich spreche nur Wahrheiten aus. Ich spreche nur aus, was ich sehe. Eine Krankenschwester gibt's auch, aber die sieht nicht so erotisch aus. Warte, ich muss schnell zu dir, Mann. Ja, du siehst es gleich schon, ich schlag die gerade alle ab. Oh fuck, ich blute. Oh nee, wir haben keinen gescheiten Verband. Ich hab gleich eine Wundinfektion, oder Bro? Die sieht einfach voll GTA-mäßig aus, die Stripperin. Stripper-Zombie, die sieht doch gar nicht aus, als ob sie tot wäre. Die Körper zumindest. Ins Gesicht habe ich nicht geschaut. Obwohl, warte mal, die Zombies in der See sind ja gar nicht tot, ne? Die haben ja nur so ein Ausrastvirus oder sowas. Die leben an sich noch. Genau. Also laut Geschichte ist einfach nur ein Virus, ne? Du bist Akita Bay, ne? Nicht Akita Bay, Akita Village. Akita Village, sein. Ja, genau. Das sind nur ein paar Laufschritte. Ich bin unterwegs. Also die Zombies sehen ganz wild aus, aber sind an sich ganz normale Zombies alles. Ja. Warte mal, was habe ich eigentlich für ein Loot? Okay, ich habe ein Karpfenfilet, ich habe ein Messer, Taschenlampe, okay, alles klar. Oh, ich bin runtergeplumpst. 3 Stück leben. Wo kannst du denn runterplumpsen? Vom Auto, ich habe vom Auto aus die Zombies gekillt. Oh, Digga, Kletter. Ah, die haben ja auch dieses Ehrensystem, siehst du, und rechts diese Sterne. Für alle Kills, die du machst, kriegst du Punkte. Und für gewisse Punktzahlen bekommst du Belohnungen oder so. Mmh,
Okay. Das, was du angesprochen hast mit Quest, finde ich ganz geil. Also mit Questen in DayZ an sich so, ne? Ja, das machen wir auf unserem DI-Server jetzt dann. Das wollen die Leute haben. Musst du dir die, oha, Akita Village, wie das so eingeblendet wird. Da ist er, da ist er. Ja. Musst du dir die Quest selber aussuchen und auch schreiben und so? Und so ähnlich wie so eine Schnitzeljagd? Ja, ja, es gibt vorgefertigte, aber du kannst sie auch selbst machen, soweit ich weiß. Ja. Lass dich mal anschauen. Warte mal. Das ist auch ein Brusthaar. Ja, ich will auch mal gucken. Alter, hey, ich sehe deinen Namen, wenn ich dich anschaue. Du siehst genau aus wie Raiden, Alter. Wir sehen ja genau gleich aus. Nice. Die Schuhe sind auch geil, das ist ein typischer Japan-Botz. Ja, voll, hier. Schöne Schlappen mit Socken, wie sich das gehört. Da, schau dir mal die Stripperin als erstes an. Wichtigste ja, zuerst. Wo ist sie? Hier liegt sie. Wie sieht die überhaupt, schau ihr ins Gesicht. Sieht die aus wie ein Zombie für dich? Hör mal, die hast du doch hier reingecheatet irgendwie. Ja, die habe ich mir hier reingeholt, nur um sie abzuschlachten. Ich töte gern Stripperinnen. Alter. Oder Nutten oder was auch immer das sein soll. Das ist hier Anatomie Boy oder was? Nee, Girl. Ja, das sind die Gehäuteten. Denn die sehen übel aus, die sehen richtig gruselig aus. Ich mach den hier mal kalt. Ja, ich geh mal eine Runde looten. Schauen, was es so gibt. Alter, die ist ja nackig. Alter, ich hab voll das asiatische Oberteil gefunden. Geiler Shit. Okay, ich darf nicht so lange raufgucken, sonst. Sonst meckert YouTube. Die hat nichts angehabt. Lol. Ich hab. Was ist das? Blue Chainmail Top, schau dir mal Oberteil an, das macht voll komische Geräusche beim Laufen. Klingt ein bisschen, als ob jemand mit einer Sprühdose sprüht. Weißt du das? Chainmail? Weißt du das? Wenn ich lauf? Ja, warte mal. Alter. Ah, das ist ein Kettenhemd. Ja, ja, ist ein Kettenhemd und es macht ultra komische Geräusche. Das ist richtig irritierend, ich muss das austauschen. Burning for you. Mitgenommen. Hast du einen Kassettenplayer mit? Nee, noch nicht, aber das finden wir. Oh, ich hab ein Dings, ich hab so ein Symbol links im Bildschirm. So ein Frauenkopf, würde ich sagen, mit einem Blitz. Das ist eine Wolke mit einem Blitz, das heißt, du kannst vom Blitz getroffen werden. Oh, alles klar. Die Mod haben wir auch, ziemlich lustig. Wenn du vom Blitz getroffen wirst, legst du bewusstlos am Boden und spawnst einen Scheißhaufen. Alter, ey, ich bin hier ins Haus reingegangen, hier steht einfach ein Skelett drin. Was aber zuschlägt. Alter. Naja, die Skelette sind auch Zombies. Multivitamintabletten, das Wichtigste zuerst. Honig. Ich hab ne Sporter mit 3 Schuss. Und mit Scope, mein. Ich hab ne Sporter gefunden. Nice. Ich hab 14 Schuss für dich. Kannst du gut nice haben. Hä, wo gehen meine Schüsse hin, what the fuck? Alter, ich muss das Kettenhemd ausziehen, das Geräusch ist total nervig. Komm her, ich leg dir mal Munition raus hier. Oh shit, Vorsicht. Ah, oh, die wollen alle dich. Alter! Was ist das für eine Mumie? Ich hab mich einfach mal dazwischen gedrängelt. Ja, wo kommen die her? Die kommen, weil ich geschossen habe hinterm Haus. Ah, okay. Stimmt. Er konnte es ja wieder nicht lassen, oder? Nee, ich musste einfach, wenn ich einen Sporter habe, muss ich einfach auf Zombies schießen, das geht nicht anders. Oh, danke für die Money. Okay. Eine Schrotflinte hätte ich auch, falls du Money findest. Kannst du haben. Okay, gut zu wissen. Hier erstmal die Police hier, vielleicht finde ich ja. Oh, ich habe einen Cut. Nächste. Alter, ich muss das Oberteil austauschen. Das geht ja gar nicht, ey. Mich wird das voll nerven, glaube ich. Ah, mich nervt es auch gerade schon richtig. Es klingt halt richtig so, als ob jemand mit so einer Sprühdose immer ganz kurz sprüht. Was ist denn das da? Da schwebt irgendwas. Alter, let's go. Na, was hat er wieder gefunden? Ich weiß nicht, wo ich es machen Dildo, kann. Oder? Nee, man, eine Schwertscheide habe ich gefunden. Richtig ja, cool. Ja, ist ja fast das gleiche. Okay, ich ziehe das Oberteil aus, das geht mir auf den Sack. Elven Boots. Alter, hier gibt's. Frag mich, wo der Stuff herkommt. Ich habe diese ganzen Items so noch nie gesehen. Muss irgendeine Paint-Mod sein. Ja, guck mal, und wenn du auf die Stiefel oder Schuhe oder so rauf gehst mit der Maus, dann kriegst du auch Werte angezeigt. Shock Protection, Ballistic Protection. Ja, Melee, Explosive, okay. Ist auch cool. CR61 Magazin, gucken wir, was wir noch finden. Warte mal, ich hab ne CR61 hier, gönn dir. Nice, danke.
Okay, auf dem Dach ist soweit nix. Kurz die Map checken, wo wollen wir denn hin? Das da rechts sieht interessant aus. Wasteland-artig, vulkanartig. Mount Mihara. Ja, ich würde sagen, wir laufen dahin, wo es am spannendsten aussieht, ne? Also die Map ist ziemlich groß, auf jeden Fall. Ja, das heißt ziemlich groß, aber größer als die Fallout-Map, würde ich sagen. Ja, die Fallout-Map war mega winzig. Ja. 380er ACP nimmt die, okay. Ich gehe nochmal nebenan in die Krankenstation. Jupp. Wie ich mich kenne, brauche ich gut Verbände. Ich habe Tetra gefunden, falls wir krank werden. Ja, es ist immer gut. Ah, krass, die haben hier richtig asiatischen Shit. Das Gebäude hier ist mega cool. Schau dir mal, das musst du dir da mal anschauen, noch neben der Polizei. Habe ich auch noch nie gesehen. Okay. Richtig cool. Gleich. Richtiges asiatisches Häuschen mit Papiertüren. Ja, doch, so als habe ich vorhin auch schon gehabt, unten am Strand. Ah, also ein bisschen weiter. Akita Bay oder wie das hieß. Hose, was haben wir? Tetracyline, geil. Haben wir schon zweimal. So, wir müssen dann erstmal nach Süd oder Nord, ja. Um uns rum sind lauter Felsen. Müssen wir außen rum rennen. Ich komm wieder raus. Ich brauch ein neues Oberteil. Ich lauf gerade einfach ohne rum. Hab ich zu sehr gemerkt. Bin im Gasthaus. Gasthaus ohne Essen, na nix. Moinsen! Get up. Raiden wins. Geil. Hiya. Brauch unbedingt einen Katana. Gibt's bestimmt hier. Ja, 100 Pro. Gibt's bestimmt hier. Eine Katana und eine richtige Samurai-Rüstung braucht man als Japaner. So. Ey, das sind zwei andere Dudes. Warte mal, das sind bestimmt NPCs, oder? Die laufen auf uns zu. Ja, also es war das nur ein NPCs. Spieler noch auf dem Server. Ja, das war ich. Die laufen richtig synchron. Ich laufe hin und schaue, ob sie mich angreifen. Ach, hey, ihr Bitches! Ja. Oh fuck. Alter, die drehen um und weichen sogar aus. Was zum Teufel? Alter, die verprügeln mich! Alter. Krass, die machen Ausweichschritte, wenn man auf sie zielt. The fuck? Lege die Stiche mit einem Samurai an. Oh, jetzt hast du aber noch Zombies am Arsch, ne? Ich hoffe, dass die Zombies auch auf die gehen. Digga, wie viel die aushalten. Hinter dir, Vorsicht. Oh nein! Alter, wieso nimmt der die Waffe nicht weg? Jetzt. Jetzt hat er immer noch nicht gewechselt. Hallo! Krass, die verhalten sich schon ein bisschen wie Spieler, was geht. Jetzt wollen sie dich. Alter, was hast du getan? Jetzt hätte ich nicht drauf schießen sollen. Lauf. Noch habe ich Alter. Keinen Cut. Warte, ich zieh den noch die Zunge rüber. Die Krankenschwester, die mach ich platt. Boah, die haben sie echt große Glocken gegeben. Was ist denn hier los? Alter, die sind voll stark. Die halten viel mehr aus als ein normaler Spieler. Oh, fuck, du bist down. Die NPCs, einer ist down. Ich komme. Einen habe ich noch. Ja, die blocken auch. Verhalten ja, sich ja. Überlebende steht hier aber. Naja, das ist normal. So. Japan Shoes ruiniert, Japan Pants. Ah, auch alles ruiniert, okay, verdammt. Die haben gar nichts, das Geld. Nicht viel. Ich hätte so ein Oberteil brauchen können. Ist denn sonst noch gut? Naja, Gürtel. Okay. Verbände hast du nicht gefunden, wa? Doch. Ah, sehr gut, ich ja. Ich gebe. Später dann, jetzt gerade habe ich noch Alkohol, damit kann ich desinfizieren. Mhm. Ey, die sind also stark. Ich meine, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber den einen habe ich bestimmt so 6, 7, 22er gejagt und es hat ihn gar nicht gejuckt. Okay, also ich habe mit dem Messer habe ich die... geworden. Mit dem Messer habe ich die recht schnell down gekriegt eigentlich gerade. Naja, aber ich habe vorher schon ordentlich reingeschnetzelt. Einen. Ja. Okay. So, Bosteberg. Ich würde sagen, ja, wir müssen einfach hier Richtung Berge weiter, ne? Aber wir brauchen einen Durchgang. Ja, wir müssen da außen rum die Straße entlang. Durchgänge gibt's hier, glaube ich, nicht, oder? Ich habe keinen gesehen. Keine Ahnung. Nee. Vielleicht irgendwo eine Höhle da hinten oder so. Digga, was mit ihren Händen los? The fuck? Was? Die hat ultra krasse Schaufelhände. An sich würde die voll cool aussehen, wenn sie nicht solche Hände hätte.
Verstehe ich nicht ganz, warum sie die mit auf die Japan-Map genommen haben. Ist so ein bisschen Kuddelmuddel. Ja, ja. Und da hinten ist wieder so eine Hexe. Die sind alle von einer Mod, die ganzen Zombies. Haben einfach alle reingetan, die in der Mod drin sind. Ja, wäre schon cooler, wenn sie ein bisschen asiatischer wären, die Zombies. Keine Ahnung, von mir aus auch so asiatische, weißt schon, so diese Geister und so, die es da gibt. Dämonen und so. Aber muss natürlich auch erstmal eine Mod dafür haben, logisch. Was haben wir denn hier? Eine gammelige Birne. Gammelige Birne. Ich laufe hier ein bisschen oberhalb des Felsens, aber nee, nee, hier geht's nirgendwo rauf. Na. Hier liegt einfach überall random Obst rum und so. Überall auch Pilze. Ich glaube, ich habe vorhin 4 Steinpilze eingesammelt, die ich noch mit rumschleppe. Okay, wir brauchen auf jeden Fall was Gescheites zum Schießen gegen die NPCs. Unendlich Ausdauer gibt's auch. Auf Y hast du Autorun. Y? Oh, geil. So, Orange, ich komme. Erstmal AFK gehen. Nice. Und die scheinen hier echt einfach alle Mods drauf geklatscht zu haben, die sie gefunden haben. Es wirkt sehr so, ja. Können wir uns ja mal angucken. Mal gucken, was noch so kommt. Ja, schon. Bisschen Map erkunden geht immer, ne? Auf jeden Fall. Mich irritiert nur die Meldung, die am Anfang da stand. Der Server sucks. Und was stand da noch? Der Admin ist Trash oder so. Keine Ahnung. Ja. Hat auf jeden Fall eine gute Meinung von sich selbst, das passt. So, als nächstes kommt eine Farm. Sind bestimmt auch wieder Trillionen Zombies. 22 habe ich bei der Way Combat verballert. Okay. Ja, schon. Das hat die gar nicht gejuckt, die Dudes. Deswegen hast du sie so schnell killen können. Ich habe voll reingeholzt vorher. Krass. Du hast nicht noch zufällig 380er? Nee, ne? Nee. Für die Scorpion? Okay. Leider nicht. 45er und 762 habe ich gerade nur. Wie viele Ruhmpunkte hast du schon? 240. 240? Wieso habe ich nur 35? Ich habe die gekillt. Ey, ich habe 5000 Zombies gekillt vorher. Und du rennst ständig gegen Bäume. Eigentlich muss ja alles abgezogen werden hier. Was denn? Hier Wetter finde ich gut. Bin gespannt, ob es ein paar Orte gibt, die auch richtig japanisch aussehen. Weil das jetzt gerade war nicht so japanisch. Allgemein war das nicht wirklich ein Ort. Keine Straßen, kein gar nichts. Das wirkte einfach so, ja, so mal eben fix platziert, ne? Ja. Straßennetz kommt immer am Ende irgendwie aus irgendeinem Grund. Muss wahrscheinlich an die Häuser angepasst werden oder so. Welcome to Wapedale Japan. PvP AI on the hunt, very basic. Work in progress. Die gibt schon eine ganze Weile länger, ne? Wie ich dir vorhin geschrieben habe, die Dudes, die die Map hier machen, die haben auch noch ganz viele andere Map-Projekte. Die haben, ich weiß nicht, kennst du Iceland zufällig? Nee. Das ist eine komplette eisige Map, wie der Name sagt. Und die haben sie gemacht, dann haben sie noch die New York Map gemacht. Dead Isle haben sie gemacht. Die haben einige Maps am Laufen, die machen sie alle gleichzeitig irgendwie. Ja. Oh, guck mal, da sind so asiatische Bäume. Ist auch nicht so geil, ne? Wenn du so viele Maps auf einmal machst oder so viele Projekte. Ich meine, wenn du einen großen Harem an Entwicklern hast oder was, aber das ist ähnlich wie ein Imbiss, der alles verkauft, so, ne? Ja, schon. Definitiv. Ja, ich denke, die haben halt so viele Ideen. Oh, schau mal, Shotfind Money, nice. Die haben halt sehr viele Ideen und wissen nicht, was sie als erstes umsetzen wollen und machen einfach alles gleichzeitig. So, jetzt wollen sie mal kommen, die NPCs, jetzt habe ich eine Schrotflinte. Oh, Schlagring, das ist gut, den gar nicht mehr. Habe ich, glaube ich, auch einer. Du hast gesagt, der ist gut, also probiere ich den mal aus. Ah, das ist nicht schlecht. Alter, was der für ein Geräusch macht, wenn du den in die Tasche steckst. Wie so ein Amboss, den du irgendwie fallen lässt. Ja, man, stimmt.
Ja, komische Soundmod, voll unrealistische Sounds. Ja, mit Straßen haben sie es hier nicht so, also bisher zumindest nicht. Ja. Der ist ein bisschen zerteilt hier, läuft bei ihm. Hat der Dude kein Gesicht? Ah, ne, warte mal, auf der anderen Seite ist sein Gesicht, aber... komisch aus, sieht sehr komisch aus. Keine Zombies hier. Bricks. Okay, hier liegen Ziegelsteine rum und die kannst du sogar mitnehmen. Okay. Waffenbrettschlüssel. Die Kirschblütenbäume gefallen mir gut und die Asiatenhäuser auch, das finde ich schon mega nice. Hat ein bisschen asiatisches Flair. Das auf jeden Fall, ja. Und das Bett auf dem Boden, das Bett ohne Bett. Könnten wir Europäer gar nicht drauf pennen, ne? Aber in meiner Jugend hatte ich nie ein Bett, ich hatte immer nur eine Matratze. Das stimmt, ja, ja, aber heutzutage. Nee, heutzutage nicht mehr. Nicht sofort rücken. Komm. Oh, warte mal, ein Kassettencase. Ah, okay, ich dachte, das wäre ein Kassettenrekorder. Aber da drin sammle ich jetzt meine Schallplattensammlung. Wo ist meine Kassette? Da ist meine Kassette. Ja, Mann. Geil. Brauch nur noch einen Walkman, dann kann's abgehen. Mir ist aufgefallen, dass die... Warte mal, ich habe gerade eine Arbeiterjacke genommen. Ich wollte nochmal gucken. Brustharnisch hat... Die Arbeiterjacke hat 60 Platz. Ja, hier hat alles viel mehr Platz. Mehr, ne? Ja, ja, der Jute-Rucksack hat einfach 80, so viel wie ein Bergsteiger-Rucksack. ich wollte gerade sagen, das war doch ganz anders eigentlich. Hier ist eine Kiste, was ist denn das? Tischsäge-Bausatz, okay. Mal platzieren oder was? Bock was zu sägen? Cool aus. Öffnen. Okay. Komm an. Ja, voll. Komm an, Stämme zu sägen, zu brettern. Cool, cool. Wir hatten Kalk. So, ich glaube, das war schon wieder hier. Drüben war ich jetzt schon, außer in der großen Halle, da war ich noch nicht. Hier in der großen brauchst du auch nicht reingehen, da liegt auch nichts rum. Was weiter nach Osten einfach, oder? Schauen, was das für ein Berg ist. Ja. Auf jeden. So, habe ich jetzt irgendwas für dich? Nee, immer noch nicht. Hast nichts Neues gefunden, oder? Waffentechnisch? War nichts. Ich hab einen Haufen 9mm und 45er. Warum kannst du nur so schnell laufen? Wir laufen gleich schnell, oder nicht? Nee, du bist voll abgegangen eben, ey. Vielleicht habe ich irgendwie einen Boost oder so durch irgendwas? Alter! Ah, hier! Nee, das ist nur Protection. Weiß nicht, also... Bist du verletzt vielleicht? Nee. Huh. Vielleicht bin ich einfach ein bisschen schwerer wegen Radmotor und Schlüssel und so. Kann sein. Du hast einen anderen Rucksack, also wie ich, sehe ich gerade. Geil, ne? Super geil. Super geil. Mount Mihara. Bin ich ja gespannt. Ganz oben ist das Airfield, das aussieht wie ein richtiges Drecksfield. Hiroshima City. Oh. Recht weit oben. Ah, da, Hiroshima, ja, Mann. Da müssen wir hin, die bauen, die Dudes, die diese Map bauen, die können ganz coole Großstädte bauen. Da haben sie drauf. Ja, ah, ja, das ist auf ihren anderen Maps, waren ganz cool. Ich meine, die haben auch die New York Map gemacht, die ist eine reine Stadt. Aber, ich hab's bei dir gesehen, ja. Ich meine, ja, ist auch noch völlig Work in Progress, ne, ist auch absolut nicht fertig und so, aber es ist wenigstens mal was anderes, ne. So eine DayZ-Map, die einfach nur eine Stadt ist, gab's vorher nicht. Ne. Ist auch schwer umzusetzen, also das Ganze schön umzusetzen, ne. Da kannst du dich, glaube ich, totarbeiten jetzt mit, ja, schon. Also in DayZ zumindest, ne. Und die Performance ist auch echt übel, das muss man auch sagen, viel zu viele Objekte. Ja. Da brauchst du eine ganz andere Engine am besten und, naja. Ich meine, ich habe einen ziemlichen High-End-PC und ich hatte ja auf New York nur 30, 40 Frames höchstens. Oha. Das ist schon übel. PUBG kennst du, ne? PUBG. Ja, die wollen ja jetzt in die Unreal Engine 5 wechseln. Okay. Bin ich sehr gespannt.
Sehr gespannt. Also ich spiele es gar nicht. Ich habe es mal gedaddelt so ein, zwei Alter, Mal. Das kannst du auch nicht spielen. Ich habe es vor kurzem mal wieder ausprobiert. Ich habe ein Video gesehen, dachte mir, hey, sieht ganz nett aus. Die haben Veränderungen gebracht und so. Probiere ich mal aus. Bin reingegangen. Gleich die erste Runde gegen ultimative Level 300 Überschwitzer. Keine Chance, Digga. Die rasieren dir einfach die Klöten. Direkt weg. Da gibt's kein Matchmaking. Ne? Du spielst nur gegen Vollbro-Gamer. Keine Chance, erst für Schwing. Kein Matchmaking? Es gibt kein Ranking-System sozusagen. Du spielst also gegen, wie gesagt, Bro-Gamer halt, gegen Leute, die den ganzen Tag spielen. Okay. Das ist natürlich ultra frustrierend, ne? Als jemand, der gerade erst wieder reinkommt. Oh, das wusste ich nicht. Ja, und am Ende des Tages hat sich irgendwie auch noch nichts verändert in PUBG. Ist alles immer noch so, da sind Tierlings irgendwo. Immer noch alles, wie es war eigentlich. Also PUBG ist immer noch das Gleiche. Neue Maps und so haben sie, aber ansonsten. Warum wird das Tier nicht wirklich, oder? Nee, ich sehe ihn gar nicht. Alter, ich hab Käse. Ich hab einfach ein Stück Käse. Warte. Geil, das immer sieht so aus wie. Camembert steht drauf. Camembert, okay. Normandie. Ah, Mann, wie kommt denn das hier her? Das gefällt dir, ne? Ja, finde ich schon geil. Alter, was schreit denn da rum? Das hört sich an wie so ein Fasan oder so. Ein Reh dürfte das sein. Ein Reh? Ja, das was ist. Was habt ihr denn für Rehe in Paraguay? Da steht's. Sind die blau? Das ist ein Reh? Pass auf, ich lade meine Jagdmuni rein und dann bediene ich das Reh. Tatsache. Sollen wir mal testen, wie weit ich mit der Schrotflinte killen kann? Ich schieße mal von hier. Das wird nicht reichen, glaube ich. Oder ist das große Winchester, ne? Eine normale Doppelleute. Easy. Alter! Junge! Alter, die Schrotflinte klingt voll geil. Alter Schwede. Ja, das ist die grüne Munition. Die ist nur eine einzelne Kugel. Die fliegt so weit wie normale Munition. Den hast du mal eben zerteilt, würde ich sagen. Ein kleiner Bock. Da waren noch mehr. Drei Stück waren es. Aber ich glaube nicht, dass wir es brauchen. Aber so an sich, die Landschaft gefällt mir. Gefällt mir schon. Doch. Ja, wenn die einen Paarungsruf machen, dann klingen die schon so. Okay. Noch nicht gehört in Deutschland im Wald? Ja, ein Hirsch. Also wie ein Hirsch bölkt, weiß ich, ne? Ah, ja, Hirsche klingen anders. Aber ein Reh? Naja, die machen schon solche Geräusche. Nicht so häufig jetzt wie hier in-game, aber... Doch. Okay. Cool. Und ich rede hier vom Fasan, Alter, gleich 20 Jahrhunderten weniger. Wäre geil gewesen, wenn es ein Fasan gewesen wäre. Ja, Mann. Aber das gefällt mir hier so von der. Ja, genau. Voll cool aus hier. Dieses Freie plötzlich, dazu kommt, dass die Sonne rauskommt. Ach, die Bäume, ich habe noch nie diese Bäume da gesehen, diese kaktusartigen da links. Noch nie gesehen, was geht. Was soll man das darstellen soll? Eine ultra unrealistische Palmenart? Ich meine. Die Krone oben sieht nicht real aus. Ey, musst du dich eigentlich, wenn du jetzt so eine Map baust, musst du dich an eine Art Baukasten halten, orientieren oder kannst du Bäume auch selbst entwickeln, wenn du Bock drauf hast und die einsetzen? Du müsstest im Blender oder so die 3D-Objekte entwickeln. Kannst du schon machen, ja, wenn du weißt, wie es geht. Musst kannst du machen und darfst du auch, ja? Okay. Ja, klar, kannst alles machen, Daisy, das ist nichts verboten, außer Copyright-Shit. Obwohl, nicht mal das. Mhm. Benutzen auch Adidas und Nike-Schuhe und so ein Zeug, also... Ah ja, stimmt. An sich ist es theoretisch verboten, aber wird halt nicht überprüft, ne? Aber 3D-Objekte machen ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ja, kann ich mir gut vorstellen, ja. Naja, wenn du da die richtigen Leute zusammenstecken würdest, könnten die schon was Krasses machen in Daisy. Das ist so mein Gedanke gerade, warum es keinen gibt, der wirklich mal was Krasses macht, weißt du? Ja, ich denke, weil es einfach viel Arbeit ist, oder? Es ist halt echt sau viel Arbeit. Allein so eine Map zu machen, ist krank viel Arbeit, Alter. Das glaubst du gar nicht. Echt übel. Kannst damit ja auch nicht viel verdienen, das ist das Problem. Ja, gar nichts in der Regel. Du darfst nicht mal. Es ist verboten, dass du Geld verlangst für deine Mods oder so. Ich meine, die Russen machen es trotzdem. Die lassen sich über Discord und so dann bezahlen, ne? Aber. Ja, wo ein Wille ist, ist ein Weg, sag ich mal, ne? Ah, schon. Ich meine, am Ende des Tages wirst du dafür eh nicht gebannt, wahrscheinlich, weil es Bohemia im Arsch vorbeigeht, was du da machst. Das ist für Bohemia, sind die ganzen Mods und die Maps sind super Werbung. Die würden sich ins eigene Fleisch schneiden. Ja, schon. Da guckt man doch lieber mal weg. So, heute mache ich auch ein ungeschnittenes Video. Das letzte Mal wollte ich es eigentlich auch ungeschnitten machen, ne? Aber dann bin ich da gesessen und dachte mir, ja man, mach hier einen Schnitt und hier einen Schnitt und dann mache ich voll das geile Intro und auf einmal sind 6 Stunden vergangen und keine Ahnung.
ich habe manchmal auch echt viel Bock drauf, das zu schneiden und so. Man muss zugeben, kannst schon geile Sachen daraus machen. Ja, aber ja, Uncut finde ich auch mal gut. Ja, ja, also. Ich auch. Vor allem wenn man so Maps abcheckt, ne, da ist Uncut ganz gut, dass man ein echtes Feeling dafür kriegt, als Zuschauer. Naja. Wir sind übrigens mit einer Angel gespawnt, also wir könnten auch angeln, wenn wir die Knochen da hinten mitgenommen hätten. Voilà. Aber eigentlich im Rücken, oder? Ja, das ist auch eine. Tatsache, einfache Angel, ja. Hey, oh, gibt so. Das? Vulkan hier. Was ist das in den Felsen da direkt vor uns? Keine Ahnung, das sieht. Ey, ich weiß, was das ist. Weißt du, wer da wohnt? Wer denn? Tony Stark, guck mal genau hin. Da wohnt Iron Man. Nach Japan gezogen oder was? Nice, ja, der hey, kennt keine Grenzen, der Typ. Das da oben ist doch eine Base, oder? Auf dem Hügel hinter der Military. Sieht aus wie eine Spielerbase. Da ganz hinten, ne? Ja. Ah. Ja, könnte auch ein platziertes Haus sein. Ah, hier haben wir einige, aber ich. Okay, einzeln mal ranziehen? Oder? Ich meine, ich kann schon mal schießen, wenn du Bock hast. Nein. Also kannst du gerne machen. Da musst du gucken. Nee, lieber nicht. Ach komm! So, in die Military kommen wir so nicht rein, verdammt. Nee, weißt du ungefähr, gibt's da so einen festgelegten Timer? Moin Anna! Was geht? Gut möglich, dass die statisch ist, die Zone, also dass sie gar nicht weggeht. Aber ansonsten sind es so 15 bis 30 Minuten normalerweise. Oh, doch, guck mal. Hier vorne, der erste Hangar, der war eben noch grün, ne? Der war eben noch mit in der Wolke. Jetzt nimmt er ab auf der Seite. Mehr. Da können wir auch mal hinschauen. Vielleicht finden wir zufällig eine Gasmaske. Vielleicht haben die ja die Mod, dass man nur eine Gasmaske braucht und keinen ganzen Anzug. War es vorhin noch gedacht, in Japan gab es vor dem Virus Good Party? Wie meinst du das? Good Party? Also vor dem Daisy-Virus meinst du? Bei der. Achso, wegen der Tänzerin, ne? Mal ein paar Knoten verklappt hier. Das nimmt ab nach hinten weg. Sieht interessant aus, die Military da aufbau. Ja, das da oben, wenn das. Stell dir vor, das ist die einzige Spielerbase, die es gibt. Und da oben sitzt er den ganzen Tag mit seinem Sniper und wartet, bis so zwei Dullis wie wir kommen. Das ist so lustig, wenn uns jetzt jemand abknallt. Ja. Yep. Hey, hier da ein Turm also, oder was? Also außer uns ist einer auf dem Server gewesen vorhin. Sicher, dass es nicht ich war? Nee, am Anfang war es nur stimmt, du das. Stimmt. Da stand einer und dann kam noch einer dazu. Ah, voll. Ich bin rein, da stand schon eins. Da dachte ich, es wärst du, aber du warst noch nicht drin. Nee. Endlich essen. Lass dir schmecken, Anni. Was gibt's denn Leckeres? Guten. 50er BMG, wofür ist die? Das ist MG, Kaliber 50 oder? Sniper. Oder okay. Kaliber 50, whatever. Irgendwas ganz, ganz Großes. Alter, hier ist ultra viel Loot, ne? Oha, ich habe einen langen Speer gefunden, also einen richtig fertigen Speer. Cool. Hydraulikschläuche, M1 Rauchgranate, okay. Habe ich schon eine Weste oder was? Ne, habe ich nicht, ne? Sind gerade 5000 Magazine. Irgendwas stimmt im Boden hier nicht, hier versinkt man manchmal, ne? Ja, ne, das ist mir noch nicht aufgefallen. 76239er. Oha, Alter, du hast so viel Space hier. Na. No. Das ist ein Overkill. Crazy shit, ja. Alter, let's go. Wo ist meine Platte jetzt hin? Da ist auf dem Platz von der Platte. Ich zieh lieber das an. Style geht immer vor. Ich muss jetzt meine Angel wegwerfen. Ich muss hin. Ich will den langen Speer mitnehmen. Oder warte mal, kann ich die. Wo ist denn die jetzt? 338, okay. Gibt's auch. Wo sind eigentlich die ganzen Waffen? Kannst du mir das mal erklären? Alles voll mit Muni und so, aber keine einzige Waffe. Also Anna, du hast gerade geschrieben, ich habe gefragt, was gibt's zu essen und du so Antipathie mit etwas Stulle, nix Dolles. Falls es nicht gelesen hast. Antipasti wahrscheinlich. Oh lecker, hätte ich jetzt auch Bock drauf, ne? Crusaders Tunic. The fuck? Hab ich auch gefunden, Alter. Let's go. Partnerlock. Ich habe eine Claymore, mit der spreng ich dich in die Luft. Ohne Vorwarnung. Das wüsste ich aber. Du wirst schon sehen. Sehr gut isoliert. Du weißt es, wenn es passiert ist. Meinst du, wir können da rein? Digi, was,
Schau mal, ob das überhaupt Giftgas ist. Was ist denn das? Das ist doch eine Tunika. Die kommt doch da, wo der Brustharnisch ist, oder nicht? Ah ja, der Brustharnisch ist weg dafür. Ah, jetzt geht's, okay. Das ist eine Weste quasi. Ja, ich glaube, das ist kein Giftgas. Ich bin schon so ziemlich weit drin und ich krieg noch keinen Schaden. Ah, das ist kein Giftgas, das sieht nur so aus. Ja? Ich bin voll drin, Alter. Oh, es ist doch okay. Giftgas. Oh, wieder raus. Verdammt. Du hast wahrscheinlich schon alles gelootet hier vorne. Ja, ja. Da waren überall nur Magazine drin gerade. Aber es nimmt halt relativ... Hast du die ganzen Container hier schon weg? Die hast du schon weg, ne? Ja. Die halbrunden Dinger, ja, die habe ich. Naja. Aber es nimmt auf jeden Fall ab, das Gas hier. Oder es täuscht. Naja, man kann fast bis zu dem Hangar-Ende laufen da rechts. Dann fängt es an mit der Husterei. Hier, schau mal, hier ist so eine Verbundstelle. Ja, ja. Was? Siehst du das? Eine Verbundstelle? Na, schau mal, wo bist du? Siehst du mich? Siehst du, wie klein ich bin? Hier drüben. Eben habe ich dich gesehen. Hier, Alter! Digga! Hier! Man sieht's auch Ich flacker. Hab dich nicht gesehen. Ernsthaft. Also wenn du dich hier so reinstellst, warte mal, kann ich mich auch reinlegen? Dann bin ich weg. Ja, bist schon ziemlich. Also man sieht dich schon noch, aber. Siehst du mich jetzt noch? Ja, dein Hut, der zappelt da rum. Okay, ja, Mann. Grün und orange, da ist richtig coole Typen. Da hinten ist noch ein Tower. Aber ich glaube, laufen wir weiter, oder? Sonst sind wir tot. Da kann man nicht rein. 15 Sekunden da drin und wir haben die Krankheit, dann ist vorbei. Alter, dein Speer ist ja mal ultra übertrieben. Stark! Richtig cool. Ich frag mich, wo ich diese Messerscheide, diese Schwertscheide hin tun kann. Ich kann die irgendwie nicht anziehen. Ja, Anna, Andy mag die Bären fallen. Hast du meinen Short gesehen, Anna? Dazu? Das ist das Einzige, was mir dazu einfiel. Alter, ich kann die Schwertscheide an meinen Rücken tun, wegen der Tunika. Schau dir das an. An meinen Rücken. Wie cool ist das, oder? Wie cool ist das? Brauche ich noch unbedingt ein Schwert. Das ist cool, Alter. Oh. Kannst du auch den Speer da reinpacken? Hier, probier mal. So, da ist er. Lass mal schauen. Hier, Crusader Sword. Dachte ich, es geht, aber ne, geht nicht. Langspear. Bisschen versunken dein Speer. Ja, der liegt hier vorne. Hier ist er. Ich hab schon probiert. Geht nicht rein, leider. Nee. Okay. Aber das hier wird gehen. Damit spreng ich dich in die Luft, warte ab. Jetzt hast du der C4? Braucht man dafür nicht noch so ein Claim? Ah, okay, alles klar. Dann brauchst du wohl keinen Zünder. Ist einer dabei, ja. So, wollen wir uns die Base da oben anschauen, oder? Logo. Aber hier kommen wir auch schon wieder nicht hoch. Naja, wir müssen rechts ran. Wir müssen da lang, wo die ganzen Zombies waren. Ja. Hier geht's gar nicht hoch. Müssen wir komplett rechts hinten rum, ne? Da hinten über dem Berg, ja. Ah. Und die Kleidung ist echt cool. Also die feiere ich schon. Die hat was. Ja, auf jeden Fall. Fehlt noch so krasser Naruto-Run und so. Ich weiß nicht, ob du den ganzen Anime-Scheiß kennst. Nee. Was hab ich gesehen? Nee, ich bin nicht so der Anime-Typ. Naruto von damals, die hatten so eine... Oder Dragon Ball Z, vielleicht kennst du ja das. Die haben so eine Art zu laufen mit den Armen so ausgestreckt nach hinten und so. Weißt schon. Ja, genau. Wäre cool, wenn wir so laufen würden. Oh, er hat einen Plattenträger, oder? Ja, Mann. Mhm. Aber dann müssen wir unsere Tunika austauschen, das geht gar nicht. Ich überlege gerade, wie hieß denn die Serie jetzt neulich auf Netflix? Das war auch ein Anime, der aber verfilmt wurde als Serie. Holy fuck, habe ich mich erschrocken, Mann. Sorry, aber es hat mir zu lange gedauert. Wie hieß die denn? Arcane oder so vielleicht? Nee, richtig verfilmt. Das war eine der ganz bekannten. Der Typ, der so Gummiarme kriegt. One Piece. One Piece, genau. Ich kreime den anderen. Alter, der will zu dir. Das war fast auf dich gegangen. Das war mein linkes Ohr. Er hat sich gedrückt, Alter. Holy shit. Ich hab so viel Schrotflinten-Money, ich kann ruhig die ganze Zeit ballern, alles easy. Ich will auch eine. Was hat er hier? Gar nichts, ein Barrett. Aber ich hab keine Lust, meine Dings abzulegen. Nee, meine schöne, gute Japanese-Kleidung.
Dein Speer schleift ein bisschen am Boden. Ja, das macht nichts. Passt schon, du ziehst eine Spur. Das ist so gewollt. Ich bin ein japanischer Supersportler. Und wenn ich den hinter mir so lang ziehe, erstens begradigt das meinen Rücken. Und zweitens erschwert es mir das Laufen, weißt du? Das muss jeder gute Samurai können. Und jetzt höre ich auf, scheiße zu reden. Na, das passt schon. Das ist genau wie unsere Tunika. Die Tunika wiegt 500 Kilo. Das ist pures Training. Pures Training, genau. Da rechts ist schon wieder so eine Mumie oder so. Alter, da ist Freddy. Schau dir an, da steht Freddy. Hier. Direkt hier vorne, ne? Oder hier. Hier bei mir, der hier. Jetzt Freddy, das ist Freddy Krüger. Ey, hat der auch die... Ah, warte mal, hat der auch das T-Shirt an? Ja, hat er. Schau dir an. Ja, oh nein, Diggi. Lass dich nicht hauen, Alter. Bleib weg, komm, mal, nicht kommt zu in mir. Deinen Träumen. Ich schocke ihn zu dir. Boah, Freddy ist stark, Mann. 1, 2, Freddy kommt vorbei. Schade, weißt du was? Ich hätte jetzt meine ganzen Sachen abgelegt, wenn ich seine Sachen anziehen könnte. Ja, Mann, das wäre so cool. Schade. Schade, Schokolade. Schade, Schokolade. Ich muss mal deinen Stream noch aufmachen. Ganz vergessen. Ja, viel Chatpräsenz habe ich noch nicht bei mir, du verpasst noch nicht viel. Jetzt schon, jetzt bin ich da. YouTube fängt irgendwann an. Irgendwann kommt so ein gewisser Moment. Hatten wir gestern auch, nee, vorgestern im Livonia-Stream, gestern, vorgestern. Wisst du, ich werde alt. Plötzlich knallt der Algorithmus, habe ich das Gefühl. Ah, jo. Passiert manchmal. Warte, ich mach mal schon einen Post im Discord, vielleicht kommen dann ein paar. Passt du mal auf mich auf, dass ich nicht irgendwo Komisches hinrenne? Ich bin gerade nicht in-game. Ja. Du hast Autorun drauf, oder was? Ja, schon. Und typt erstmal nebenbei da. Oh nein, ey, mich hat was von hinten erwischt. Ich bin down, ich liege auf dem Boden. What? War direkt hinter dir. Oh, ja. Fuck. Oh, was ist das? Das ist irgendwas. Alter, was? Vierbeiniges. Und das tankt. Ich hab nichts gehört, gar nichts. Du lebst schon noch, oder? Ich lebe noch, ja. Ich hab nur einen schwarzen Bildschirm. Mach mal Escape ganz oft hin und her, dann siehst du, ob du noch Leben hast, also ob du bist oder so. Okay, alles klar. Ich hab einen Cut. Okay, das überlebst du. Ich lebe immer noch, Digga. Ich baller voll drauf. Das checkt nicht so. Das Vorsicht, das ist neben dir. Vorsicht. Alter. Oh, jetzt. Holy shit. Das Ding hat dich gekillt, schaust dir an. Ich weiß nicht mehr, was es ist. Kein Sound hat's gehabt, gar nichts, ne? Yo, das Ding sieht ultra creepy aus, schau mal sein Gesicht an. Da kommt noch einer, von vorne. Heilige Scheiße, ich muss weg. Schön in Bewegung bleiben. Muss aufpassen, dass ich dich nicht erwische. Alter. Holy shit, kann ganz schön schnell werden, wenn er will. Mit dem Speer ist ja auch. Alter, mit dem Speer, bis du den getroffen hast, dauert die Ewigkeit. Ja, nee, das ist nicht die richtige Waffenwahl für sowas. Was, wie heißt das Ding? Das ist ein japanischer Licker. Japanischer Lecker. Das klingt wie ein Lollipop oder so. Aber passt gut, hast du deine Zunge gesehen? Ja. Nee, kennst du nicht Resident Evil? Doch, also ja, ich kenne Resident Evil, aber ich hab's nie gespielt oder so, nicht wirklich. Da wurden die erfunden sozusagen. Das sind die, ich glaube, ab zweiten Teil an der Decke rumkrabbeln. Oh, okay. Das sind die Licker. Und die sehen genauso aus. Das heißt bloß japanische Licker, ne? Nee, also ich kenne mich nicht aus dem Resident Evil, so rein gar nicht. So, also ich will nach Hiroshima. Ja, lass uns das machen. Theoretisch müsste Hiroshima. Okay, kommt davon, in welchem Zeitalter das hier ist, ne? Bisschen schwer zu sagen, was es für ein Jahr sein soll, keine Ahnung. Ich meine, ist ja eindeutig aktuell mit der Military und so. Also für mich wirkt das wie eine bunte Mischung. Jo. Und, bei der Base steht ein Heli. So ein Gyrokopter. Wenn wir nach Hiroshima wollen, warte mal, welche Richtung bist du denn jetzt gelaufen? Ich laufe gerade zu der Base nach Norden. Nordost. Ja. Okay, alles klar.
Lass uns den Gyrokopter nehmen, dann fliegen wir nach Hiroshima. Das ist ein Güte. Da hinten steht wirklich was, ne? Ja, so ein Gyrokopter. Ich weiß nicht, ob da zwei Leute reinpassen. Hast du nicht vorhin einen Hydraulikschlauch gefunden? Hast du mitgenommen? Nee, natürlich nicht. Ja, den braucht oder? Man warte, warte, doch, ich hab ihn mit. Hydraulikschläuche. Ah, nice, nice. Nice. Gyrokopter. Gleich kommt der T-Rex um die Ecke, pass auf. Ah, es hat echt eine Spielerbase, die Fahne hängt, ist schon auf Halbmast. Was sagt meine Muni? Ah, ich habe noch genug, noch 14 Schuss. Ey, noch ein paar Lollipops killen. Japanischer Lecker. Ein Schelm, wer jetzt Böses denkt. Oh nein, wo ist mein Messer? Wo ist mein... Oh, dein Messer lag bestimmt am Boden da hinten, wo du umgefallen bist. Ja. Egal, ich hab noch ein Steakmesser. Nee, ich nehme das Beil. Könnt ihr auch einen Feldspaten geben, der ist auch relativ gut im Nahkampf. Oh, was? Ich hab ein gutes Fleischerbeil. Ach, sehr gut. Genug Horrorfilme geguckt damals. Fleischerbeil ging immer. Wie hießen die denn? Der Texas Chainsaw Massacre. Oh, hast du nicht gesehen. Vor der Kettensäge kam immer erst das Beil. Verdammt, keine Teile drin. Es fehlt nur Zündkerze und Batterie. Hubschrauberbatterie und Zündkerze. Aber yo. Teile ist cool. Mit zwei Sitzen, das wäre genau richtig für uns. Ich setz mal Probe. Und, was sagst du? Steht mir das? Letzte Mal, als ich Probe gesessen habe in DayZ, da bin ich unter dem Auto gelandet. Ich will nichts sagen, ja. Aber siehst du, wie knapp der Rotor über meinem Kopf ist? Da würde ich mich nicht wohl fühlen. Ja. Warte mal, kann ich auch rauf? Ja, ich kann auch rauf. Oder? Nee. Doch, da hinten. Einsteigen. Alter, nice. Wir müssen die Teile finden, dann holen wir das Ding. Moin, Malus. Ahoi, endlich erwische ich das mal live. Yo. Servus, Malus. Was geht? Das geht. Servus. Okay, die Base moin, sieht moin. Decayed aus oder so. Ey, das ist voll schade, ne, dass jetzt hier was fehlt. Ja. Hätte ich jetzt mal Bock drauf. Das wäre der Clou, Mann. Oh, hier liegt noch ein Apfel. Den nehmen wir uns mit. Ja, das war kein Joke von mir. Wir machen das. Wir suchen die Teile und dann fliegen wir das Ding. Ja, lass mal machen. Oder hat er es hier irgendwo versteckt? Ja, wo denn? Hier gibt's nix. Keine Ahnung. Hier unten drunter oder so? Weißt du, hier gibt's echt gar nichts. Ja gut, Batterie kannst du ja mit einstecken und dann lockt sich aus, ne? Ja. Irgendwie sieht's von hier oben so aus, als ob da unten fast kein Gas wäre, aber ich werde, wenn wir jetzt runtergehen, dann ist da wieder alles voll. Da rechts jetzt zum Beispiel sieht's aus, als ob da gar nichts wäre. Aber da stand ich und da war was. Also sieht schon so aus, als wenn das abnehmen würde, ne? Ja, schon irgendwie. Gerade jetzt auch hier unten an dem Tower. Lass mal zu der Stadt da oben gehen, Mihara Abandoned City. Die verlassene Stadt da oben, da gibt's bestimmt Heli-Teile. Auf geht's. Wetter an. Aufi. Auf. Hey, man sieht die Stadt von hier aus schon. Auf und davon. Ich glaube, die Stadt hat auch Straßen. Vielleicht. Eine Straße in Klingelform. Guck mal, also hier unten führt auf jeden Fall ein Feldweg hin. Also mit so ein bisschen mehr Vegetation können sie sich schon auch Mühe geben. Ja, ich finde vor allem den nackten Boden, der macht's optisch richtig hässlich, ne? Ja, du hast das Gefühl, als wenn du in Chernarus am Map-Ende angekommen bist. Ah, genau. Der Server, der ist ein Japan-Server. Wie der genau heißt, kann ich dir gerade nicht sagen. Einfach mal nach der Japan-Map suchen im DZSR, da gibt's nur zwei Server. Ich glaube eine Beta oder was und muss die andere nehmen. RU oder so steht davor. Da, wo zwei oder drei Spieler drauf sind. Genau. Ja, stimmt. Ich glaube, der andere war sogar offline. Kann sein, ja. Aber die Stadt gefällt mir jetzt schon von hier aus. Das sieht cool aus. Sieht geil aus, ne? Also, schön wenn eng. Das begehbar ist. Ein Airdrop kommt Sensu Industrial nahe.
Wo ist Sensu Industrial? Sensu, du kannst ziemlich weit oben, zu weit für uns. Oben rechts so ein bisschen. Okay. Na, die letzten Tage habe ich fast nur Greyzone gespielt. Das Game hat mich ein bisschen gepackt. Ja, ich habe ein bisschen geguckt beim anderen Streamer. Und ich finde es auch ganz cool eigentlich. Also er macht so ein bisschen viel Hype aus der Grafik. Ja, die Grafik geht. Meint, es ist eigentlich ist nicht spielbar mit einer kleineren Karte und so. Fand ich witzig. So, dann kam sein Kollege rein. Der hat sich das auch gekauft und hat gesagt, ich probiere mal, 2 Stunden kann ich ja. Ist ja kein Problem bei Steam. Mhm. Dann hat er alles auf Low geschaltet und sagte, das Spiel läuft super. Pass auf, ja, dann hat der läuft das jetzt auch gemacht auf Low und hat keinen grafischen Unterschied gemerkt. Ja, ist uns auch schon aufgefallen, egal was du einstellst, sieht fast alles gleich aus. Ist krass, ne? Haben sie aber gut hingekriegt, finde ich gut. Aber ja, gehört sich auch so, ne? In so einem PvP-Game, da sollte die Grafik sich nicht großartig ändern. Sonst kannst du ja einen Vorteil und so, wenn du sie runterstellst. Genau. Aber spielt sich schon sehr gut, also für so eine Alpha, die jetzt auch noch fast ein Jahr zu früh rausgekackt wurde, schon nicht schlecht, ey. Die wollten das Game haben erst irgendwann im September oder so veröffentlichen eigentlich. Na gut, vielleicht haben sie gemerkt, der Punkt, der passt, ne? Sie sind eigentlich ganz weit gekommen. Ja, die haben die Chance wahrgenommen, dass Tarkov gerade seine ganze Spielerbase vergrault hat. Oder so, das kannst du auch haben, ja. Haben sie spontan rausgehauen, weil die Tarkov-Spieler gerade alle auf Tarkov upragen. Ach, da war aber irgendwas nach dem Wipe, ne? Irgendwelche Probleme? Die haben eine neue Spielversion veröffentlicht, also eine neue Premium-Version vom Game, die man kaufen kann, für 250 Flocken. What the fuck? Wo einfach Pay-to-Win Stuff und so mit drin ist, Alter. Nein, das haben sie wirklich gemacht? Ja, haben sie getan. Also Tarkov hat Suizid betrieben, es spielt gerade kaum noch jemand. Aber aus welchem Grund? Die haben doch super viele Spieler gehabt. Absolute Geldgier. Weißt du, was sie gemacht haben? Weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast, aber die Tarkov-Spieler wünschen sich seit langer, langer Zeit einen PvE-Modus, wo du nur gegen Bots kämpfst. Ach nee, doch nicht. Ja. Und den PvE-Modus haben sie damit reingemacht. Das heißt, wenn du den PvE-Modus willst, musst du fast 300 Flocken zahlen. Ja. Und den Modus wünschen sich halt alle, weißt schon. Da haben alle Bock drauf. Es gibt ja auch schon eine illegale Mod und so dafür. Weil ESG sie einfach nicht rausgebracht hat. Jetzt bringen sie es, aber hinter einer riesigen Paywall. Also das ist schon ultra dreist. Die haben schon verdient den Backlash. Das ist wirklich, wirklich dreist, ja, Mann. Ja. Also die haben es schon verdient, dass ihr Game stirbt, ganz ehrlich. So kostet das, glaube ich, immer noch, ne? Auf Tarkov.com. Ich glaube, ist immer noch bei 40 Flocken. 55. Ja, kann mal sein, im Angebot, sein. Ja. Ah, kann sein, dass 50 sind. Ich habe es damals für 40 gekauft und ja, das ist es schon wert, ne? Also 40 auf jeden Fall oder 50. Kann man schon zahlen dafür. Aber definitiv. Die Dreistigkeit zu besitzen und 250 zu verlangen, ist halt schon übel. Das ist krass, ja. Und dann auch noch Pay-to-Win-Scheiß mit reinbauen, ne? The fuck? Alter, die Zombies machen teilweise so krasse Geräusche hier. Also komische Geräusche. Ich glaube, die Zombies haben sich gerade gegenseitig gehauen, what the fuck? Dass ich mir nicht sicher bin, ob das hier ein Bär ist oder irgendwas anderes. 9x19. Digga, ich pack gleich die Schrotze aus. Danke. Ich weiß nicht warum, aber gerade kommen irgendwie alle Zombies zu mir angerannt. Ich weiß nicht, was ich verbrochen habe. Alter. Oh, Alter. Gib um die Sau. So, wir brauchen Helikopterteile. Da hab ich schon Lust zu, ne? Alter, wir fliegen das Ding heute noch. Eischklopfer. Oh, eine Sporter. Ich hab noch eine Sporter gefunden, das ist gut. Nice. Komm, Speer kommt weg jetzt hier. Nee, weißt du was? Skorpion, ich komme mit der Skorpion nicht klar. Willst du die wieder haben? Nee, ne? Nee. Mag die auch nicht. Nehme ich nur, wenn ich gar nichts anderes krieg. Da kam Gas runter. Okay, 2 Schuss hat sie. Hast du noch LR? Nee, gar nichts. Nee, ach stimmt, hast verballert, ne? Aber du kannst von mir aus gerne mein Mac und so haben und Scope habe ich auch drauf. Oh, Scope wäre cool, ja. Jetzt dachte ich habe einen Katana gefunden. Fast ein Katana. Ich bin zu langsam, ich muss vor dir laufen.
Ich bin nicht weit weg hier, wenn ich schaue das an. Und? Ist das ein cooles Katana oder was? Was ist das für ein Katana? Das ist ja ein Buttermesser. Sushi Knife, Digga. Sushi Knife. Anna, wann machen wir wieder Sushi? Bald im Sommer, ne, wenn es wärmer wird. Haben wir letztes Jahr gemacht mit meinem Sohn. Ja, mache ich auch regelmäßig. Bin draußen. Schon geil, ne? Draußen im Garten und so. Wollte das dieses Jahr mal mit Gurke machen, dass du die Gurke hauchdünn schneidest, also wirklich hauchdünn. Hab ich auch schon in der Länge. Ja, hast du? Quasi als Algenblatt benutzen, meinst du, oder? Außenrum halt. Richtig, genau, ja. Ja, okay, kann man machen, ist aber relativ schwer, kann ich dir sagen, ne, dass es zusammenhält und so. Ja, okay, ja, es war wahrscheinlich das TikTok-Video, was mir gesagt hat, hey Digga, ist kein Problem, roll zusammen, fertig. Mega easy, Alter, mach einfach ein Video mit 5000 Schnitten, ist super easy. Oh, das ist immer das Schlimmste, ne? Warte mal, schau mal hier, kannst du ausschlachten, wenn du willst. Neust. Nö, ich nehme die einfach, tauschen. Auch machen. Hast du Mosimoni zufällig? 762-54? Ich glaube ja. Warte mal. Ne, 357er, 762, sagst du? Mhm. Mal 54, also so eine silberne. Ne, 792 mal 57 habe ich. Ne, das ist nicht die richtige, das ist Zweiter Weltkriegs-Shit. Dann ich kann dir leider nicht helfen. Wie halt ihr deinen Scheiß? Ich mache. So, wir müssen theoretisch Industrie-Shit looten, denke ich, für Helikopter-Stuff. Oh. Vielleicht. Duran. Erschrott. Okay. Und die Anna will nicht mitspielen, oder was? Mihara, Abandoned City. Nee, sie müsste die Mob, die Mob, genau, sie müsste die Mob erstmal laden. Küchenuhr, die Mod erstmal laden. Ah ja, stimmt, sind ja. Alter, Kuckucksuhr-Bausatz, let's go. Und ja, 10 Trillionen Mods hier. Vergaß. Komm, nimm das Ding, ich will's aufbauen. Kann's nicht nehmen, Buggy. Oh nee, Server-Lag. Oder ich lag? The fuck? Wird die Tür geschlossen bei mir? Ja. Ich hab übelste Lag gehabt. Ja, Mann, schau dir das an. Was denn? Was hast du? Hier, die Uhr. Oh, hier ist eine Kuckucksuhr, Mann. Hast du die gerade angebracht? Hab ich gerade hingebaut. Ernsthaft jetzt? Ja, schon. Doch, eine ungeschriebene Regel. Wenn man solche Kisten findet, muss man sie direkt aufbauen. Wenn du so eine alte Kuckucksuhr noch zu Hause hast, alter Schwede. Ich glaube, mittlerweile kannst du damit sehr viel Geld verdienen. Irgendwann habe ich es mal gesehen. Ich glaube, mit Anna hatte ich das Thema auch mal. Diese alten aus den 90er, 80er, 90er Jahren. Ja. Die Originalen, die jeder hängen hatte, die gehen heute für 10.000, 20.000 Euro weg. Meine Oma hatte so eine. So eine große, ja. So eine stehende. Aua. Ich glaube, ich habe die erwischt, ne? Hast du einen Wecker gezündet? Oh, habe ich mich erschrocken, Mann. Alter, was mit ihm nicht richtig? Die haben aber auch einen. Oh, da vorne kommen noch vier weitere. Vorsicht, Vorsicht, die können gehen auf dich. Jetzt reicht's mir aber! Holy shit, Alter. Jetzt wollen sie alle zu dir? Soll mal kommen. Einer ist weg. Ich loote derweil, ne? Du machst das schon. Ja, loot mal. 45er. Brauchst du nicht. Wo ist mein Gaskanister hingeflogen? Hä? Wo ist er hin? Hast du ihn aufgehoben? Gaskanister? Nee. Ich hab ihn gerade geworfen. Ich wollte drauf schießen, aber er ist irgendwie weg. Wohl aus der Welt geglitscht. Ich glaube, ich weiß, warum die Zombies hier alle ankamen. Weil ich Dulli vor meinen Wecker hier hingeworfen habe. Ja, das habe ich gemeint, da klingelt der Wecker. ich habe japanisches Sushi gefunden. Oh, ich Dulli, ich habe ja einen Cut. Schau mal. Lecker Schmecker. Sieht irgendwie komisch aus, aber schmeckt bestimmt gut. Japanisches Sushi?
Oh, da war das Skelett wieder. Jo, was ist denn das für ein Hochhaus? Kann man da rein? Da kann man rein. Cool. Geil. Ich glaube, ich ziehe mir Sushi gleich rein. Okay, man kann nicht wirklich rein. Brauche ich denn mal Flüssigkeit? Ich finde nur die ganze Zeit... Jawohl, ich habe Dosen, die kann ich snacken. Also Essen geht hier sehr wenig runter, ne? Ja. Bist du schon auf Gelb bei Flüssigkeit, oder? Ja, bin schon eine ganze Weile auf Gelb. Oha, okay. Aber es liegt daran, dass ich Frühstücksflocken gegessen habe vorhin. Na, Schnecke, komm mal ran hier. Da hinten, ne? Ah, hier geht's Richtung hoch. Okay. Oha, was ist sie für eine? Holy shit, noch weniger geht nicht. Hör mal. Das ist so typisch, ja, mussten die mit einbringen, ne? Ist so ein bisschen dieses Japan-Ding. Wir haben schon Glück, dass es keine kleinen Mädchen sind. Hä, hey, wieso? Ach. Ah, scheiß Rote Money. Oh, weil meine Sport da unten steht, 0 und in Klammern 2. Das heißt doch, ich habe 2 im Magazin, oder nicht? Naja, muss einmal R drücken und durchladen. Russische Zipfelhäuser hier. Okay, alles klar. Was haben wir hinten? Eigentlich ist es schade, dass der Server leer ist, ne? Gibt schon wieder ein bisschen was zu sehen hier. Ich habe eine ganze Packung 22er gefunden. Schau mal hier, wo ist sie gelandet? Hier ist sie gelandet. Nice. Thank you, thank you, thank you. Kannst du mal wiederfinden hier. Da ist sie. Was ist denn das? Brot, ein Baguette, okay. Gibt's doch in Japan gar nicht. Japaner haben doch Baguette? Gar kein Brot. Fall. Ah, dein Gärtner. Mein Gärtner ruft mich an. Ich muss mal kurz rangehen. Ich habe gesagt, mein Koch ruft mich auch gleich an. Nee, der Koch war schon da heute. Aber das ist das Schöne. In solchen Ländern kannst du dir einen Gärtner leisten und so, ne? Jeder unterstützt da den anderen. Ja, es ist so. War by the way nur ein Joke, ich habe keinen Koch. Nur um das mal klarzustellen. Den Gärtner meine ich. Du hast einen Gärtner. Gärtner habe ich, ja. Und ich habe gesagt, ja, mein Koch ruft mich auch gleich an. Ja. Und dann habe ich gesagt, mein Koch war schon da, ist Joke, nur ist Scherz. Ach so, jetzt verstehe ich, das habe ich gar nicht gehört. Ja, Mann. Ja, sowas wie Gartenarbeit will man bei der Hitze echt nicht machen, ey. Ja. Egal, wie die Zombies hier einfach durch die Häuser durchrennen, ne? Das jetzt ja nicht. Hast du einen großen Garten oder was hast du so im Garten? Erzähl mal. Ja, so groß ist er jetzt nicht, ich meine. Nö, meine auch nicht. Mittelmäßig. Ich würde sagen, was ich auf deinem Bild letztens gesehen habe. Meiner ist vielleicht doppelt so groß, höchstens. Ja. Also nicht zu groß, aber groß genug. Also braucht gar nicht viel mehr Garten, macht nur mehr Arbeit. Das stimmt, ja. Ich brauche auch nicht unbedingt mehr. Ne. Finden mein Gewächshaus stehen, da ist ein bisschen Rasen, wo man ein bisschen kicken kann. Oder wenn wir nicht auf dem Sportplatz sind, dann spielen wir hier ein bisschen. Das ist lang, ne? Weihnachtssocke. Dosenspaghetti, Alter, ich finde hier so viel zu essen. Ah, voll, ich glaube, wir können es dann aufhören zu looten. Ich glaube, wir haben genug. Also was Essen angeht, viel zu viel, ja. Oh shit, ich blute. Er hat gerade die ganze Zeit abgelenkt. Erst ruft der Gärtner an, es stiefelt mein Bruder noch rein. Macht nichts, kein Stress. Oh, ich hätte fast die Touristenkarte weggeschmissen, das wäre schlecht. Oh, jetzt brauche ich auch was zu trinken, sehe ich gerade. Ganz schön groß der Ort. Ah, ich muss mir jetzt auch noch eine Dose mehr reinballern. Weil mein Trinken immer noch gelb ist. Ich weiß gar nicht mehr, wo Moin du bist. Moin, D-Abo. Ich stehe im Haus und esse meinen Apfel. Ah, im Haus. Ich bin immer noch an der Straße. Ja, im Haus. So weißt du, wo das Haus ist? Das ist hier noch in der Mitte. Hier stehen Busse. Ich bin der King auf der Höhe. In der Mitte der Straße. Der Gärtner verkauft ausschließlich Gras. Moin, Diabo.
In diesem Sinne. Na, ja, schön wär's, ne? Der Gärtner mäht ausschließlich Gras. Der mäht das Gras hier. Zu viel Gras. Muss weg. Holy moly. Oh, hier ist ein Pepsi-Automat. Geil. Oh, da ist militärischer Shit. Siehst du zufällig den gelben Kran? Warte mal, warte mal. Oh, ich habe noch eine Kassette gefunden. Die müssen wir mitnehmen. Warte mal, gelben Kran. Ich sehe da vorne einen Kran, ja. Dahinter steht ein Haus mit einem Stern drauf. Ein Hochhaus? Ist das der am Hochhaus steht, der Kran? Nee, nee, glaub nicht. Da neben der Kirche mit goldenem Zwiebeldach und so. Okay. Ah, ich hab dich gehört. Du musst irgendwo hier vorne sein. Ich hoffe, du bist das. Plutonium Alchemist hat den Server verlassen, aber Plutonium Alchemist ist doch ein NPC, oder? Digga, die machen sich selbstständig. Siehst du, so weit ist es gekommen. KI ist halt KI. Wenn sie keinen Bock mehr hat, dann muss sie raus. Ja, ist so. Hier ist schon wieder alles nur voll mit Max und keine Waffen. Oha, okay. Alter. Ich bin Samurai Power Ranger. Jetzt hat er das Katana gefunden. Nee, viel besser. Viel besser. Oh nice, eine Kochsalzlösung. Fehlt nur noch IV-Set, dann kann ich mein rotes Blut wieder auffüllen. Schau mich an. Ich bin jetzt, an der Kirche. Bist du auch hier? Ich bin direkt neben dir, ja. Gerade reingehen sehen draußen. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, ich drehe mich hier schon dreimal im Kreis. Also ich bin direkt neben dir. Ich stehe direkt neben dir in der Kirche. So, kommen Sie bitte rein, die Messe geht los. Ein Moment, ich muss die Untoten noch exorzieren. Exterminieren. Oh, ein Visitor. Kommen Sie rein. Okay, das war jetzt irgendwie ein bisschen Star Wars-artig. Faltet die Hände und betet. Schau dir mal einen Helm an. Verstand. Was sagst du dazu? Kreist in die Hände und knetet. Was? Was sagst du zu dem Helm? Alter. Warte mal, warte mal, warte mal. Hier, ich hab was für dich. Du nimmst die, wir tauschen gegen deinen Helm. Warte mal. Hey, ja, hey, ja, hey, ja, ja. Meins. Geklaut. Das könnte. Hallo! Alter. Vorsicht, Vorsicht mit deiner 22er. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, wir brauchen unbedingt einen Kassettenrekorder, ey. Der hier ein Abspielgerät. Ich habe schon voll viele Kassetten, bestimmt schon 6 Stück oder so. Ach was, echt jetzt? Ja, ja, ich finde die ganze Zeit welche, ich nehme sie alle mit. So, hier ist a little bit military. Yep, habe ich aber schon durchgenommen. Military. A little bit of military habe ich schon durchgenudelt. Was witter ich da oben? Das ist ein Batterieladegerät, aber was das andere? Ich gehe mal hoch. Oh. Wobei das Runterklettern, glaube ich, ein Krampf wird. Ich habe keine Handschuhe an, ne? Außer diese Stoffdinger. Ah, die reichen, um einmal runter zu surfen? Ja. Yeah. Bestimmt. Wenn nicht, verbinden wir dich, das passt schon. Ist das eine Plane oder was ist das? Hier ist ein Batterielader, ja, aber die brauchten wir natürlich nicht, ne? Wir brauchen eine Batterie. Batterielader hätte ich schon, falls wir ihn brauchen sollten. Wohl muss man den nicht sogar auch noch anschließen? Ja. Ich glaube, den muss man. Oder muss man? Muss man den an den Generator schließen? Wahrscheinlich schon. Den Batterielader? Mhm. Geh ich mal von aus, ja. Ja, denke auch. Einen Cut gekriegt. Hornhaut ohne Ende an den Finger. So. Wollen wir nach Norden wandern, oder? Sagt die Map. Ich würde sagen, wir gehen weiter Richtung Hiroshima City, ja. Ah, voll, das ist direkt nördlich, nordwestlich so. Mhm. So. Was aus dem Kopf? Wieso schieße ich eigentlich mit der Spot, Alter? Du schießt drüber, du musst ein bisschen drunter halten, die ist auf 200 genullt. Wieso explodieren, Alter? Was hast du für eine?
Rotflinte. Ist das die BK? 43, irgendwas? 43er, die doppelläufige. Ernsthaft? Also ist die hier ein bisschen weiter oder was? Nee, nee, ist die grüne Munition. Die grüne Munition ist ja eine Kugel, einfach nur eine Jagdmunition. Ne? Die schießt weiter, also keine Streumunition. Mhm. Junge. Find's jedes Mal wieder cool, wie du dich erschreckst. Gefällt mir. Ja. Ja, auf die Entfernung aber auch, ne? Wie der weggefetzt. Also die Sporter ist immer wirklich der Dreck. Das ist diese Jahrmarktwaffe, ne? Ja, eine 22er halt, ne? Ganze Kaliber, was es so Kühlchen gibt. Ja. Man muss sagen, in echt sind die schon ein bisschen tödlicher als hier. In Amerika zum Beispiel werden sehr viele Morde damit begangen, ne? Mit solchen Waffen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Wir leben sowieso in so einer Zeit, wo der Respekt vor Waffen auch bei der jüngeren Generation ziemlich flöten geht, ne? Weil jeder natürlich Fortnite zockt und jeder kennt Call of Duty und alle Waffennamen mittlerweile. Bis wir da mal ein vollautomatisches Sturmgewehr in der Hand gehabt haben, dann ist der Respekt wieder da. Genau. Aber dass dir das nichts bringt, wenn du dir eine Platte in den Brustkorb steckst, ne? Ja. Die Chance getroffen zu werden in der Platte ist, glaube ich, ziemlich gering. Mindert die Chancen ein bisschen, ein kleines bisschen, dass du stirbst, wenn du getroffen wirst, aber... Genau. 6-mal geschossen, naja, vielleicht holt sich der Zombie ja eine Erkältung vom Luftzug vorbeifliegender Kugeln. Das könnte sehr gut sein, ja. Naja, musst mit deinem Jagdziel für ein Rohr immer ein bisschen drunter halten auf die Entfernung. Da Gift, vor uns ist Gift. Im Wald. Ja, einfach random Gift, müssen ein bisschen links rum. Tatsache, hier hinten, ja. Ja, Livonia hat wieder Spaß gemacht gestern. Spielt hat mit Anna und Klaus. Naja, Klaus, in Anführungszeichen. Macht schon Bock, wenn man nichts kennt, ne? Neu ist immer cool. Ja, ja. Nee, so auch an sich Livonia. Ich mag das ganz gerne, ne? Am Anfang habe ich immer gedacht, sehr viel Wiese und sehr viel Wald und hast du nicht gesehen. Und dann automatisch stößt du trotzdem auf echt interessante Gebiete, die sich auch so ein bisschen halten dann, ne? Ja, voll. Ich meine, ja, wenn du einmal drüber gefährst, also wenn du es einmal richtig kennengelernt hast, dann wird es schon relativ schnell langweilig, finde ich. Weil es an sich keine besonderen Orte gibt. Es gibt viele zerstörte Städte und so ein Shit. Aber es gibt jetzt keinen Ort, wo du sagst, ja Mann, der Ort ist richtig cool oder so. Gibt es nicht wirklich, finde ich. Mhm. Quasi nichts Besonderes, nee, so wie auf die Al, das Atomkraftwerk oder so. Das wiederholt sich schon, ja. Nagano Farm. Und dann kommt Hiroshima City, da bin ich ja gespannt. Oh fuck, oh, Vorsicht, Vorsicht, Schlecker. Ich nenne ihn einfach mal Schlecker. Die Drogeriekette. Gibt's die überhaupt noch? Ich glaube, die gibt's gar nicht mehr. Schlecker? Nee, Schlecker ist weg. Oh, nee, nicht zu mir. Lass mich in Ruhe. Alter. Ich hab 2 Magazine entleert auf ihn. Ja, ja, das bringt überhaupt nichts. Die Dudes fressen locker 10 Schrottflächen. Also, da kannst du lange drauf schießen. Aber die greifen auch nicht wirklich an. Schau ihn an, der greift mich an. Der kommt mir rum. Was ist dabei? Können was wir den nicht zerschnitzen? Ich wollte es gerade sagen. Ja, man kann. Warte, ich hol mal das Sushi-Messer. Schau mal, was draus wird. Wahrscheinlich bin ich tödlicher, wenn ich mit der Waffe nach ihm werfe. Ja, auf jeden Fall, der Abo, wie mit der P1 gestern. Ja, hat sogar einen eigenen Pelz. Warte mal, kann ich was draus bauen aus dem Pelz? Ich habe ein Ledernähset gehabt, glaube ich. Nee, habe ich nicht. Hast du ein Ledernähset? Ja. Ah, warte, doch, ich habe auch eins. Ich habe genommen. Ah, ich kann nichts draus bauen. Hast du den Dünger mitgenommen? Nee, wa? Nee, nee, auch nicht. Und das Ledernähset irgendwie auch nicht. Doch, hier. Das ist nur ganz klein. Ja, man sieht's fast nicht. Na, kann man schauen. Dargestellt hier, wenn wir einen Dünger finden, vielleicht können wir irgendwas Cooles draus basteln. Okay. Wie macht man das hier? Du brauchst Pelz, da brauchst du ein Ledernähset und du verbindest Dünger, oder erst Dünger mit Pelz, dann kriegst du quasi gegerbtes Leder. Das gegerbte Leder kannst du mit Ledernähset weiterverarbeiten, zu einer Tasche, einer Hose oder whatever. Alles klar. Okay. Ist ganz cool. Sieht auch ganz cool aus, das Zeug, finde ich. Weißt du, was mir so ein bisschen fehlt? Ist Wasser. Ja, stimmt allerdings, hier gibt's gar keins. Ich glaube, auf der Map ist auch nirgends Wasser eingezeichnet. Das ist krass, ja. Entweder verdurstest du oder stirbst irgendwie. Also so fühlt sich das gerade an.
Du kannst ja auch nur durch Apple oder so ein bisschen Wasser zu dir nehmen. Durchs Fleisch könnten wir auch Wasser zu uns nehmen, wenn wir es kochen würden oder halt braten. Bist du schon rot oder was? Nö, gelb, aber geht 2 runter. Aber ich meine, ja. Wird schon passen, ne? Wird schon passen. Sushi, gibt das vielleicht Flüssigkeit? Ja, das wäre eine Alarmanlage, das war ein scheiß Vogel. Vogel? Okay. Der hat sich ganz komisch angehört. Vogel, oh Mann, ich drücke immer Shift und Tab zusammen. Spieler beigetreten, Cyrus. Warte mal, Cyrus, den Namen kommt mir bekannt vor. Ich glaube, das ist jemand von uns. Das kann gut sein. Wirklich, ja. Ist es vielleicht der Marlos? Dream snipen! Marlos, bist du das? Falls du noch da bist? Ja, ich glaube, du müsstest noch da sein. Samurai mit Schrotflinte. Richtig cool. Ja. Man muss modern werden. Das nützt nix. So. Also wenn, dann ist er unten gespawnt, denke ich mal, wo wir auch gespawnt sind. Für mich wirkt das so, als wäre das der einzige Spawnpunkt. Ah, gut möglich. Weil ich bin da vorhin das erste Mal rausgekommen, da habe ich ja nochmal ausgemacht. Da war ich tot wegen dem Braunbären. Nee, dem Schwarzbär. Und dann bin ich direkt wieder da gespawnt. Und du auch. Ja, ja. Da war ein Schwarzbär, ja. Oh. Na, so von Ort zu Ort ist relativ langweilig, die Map. Gibt eigentlich gar nichts, so recht, ne? Ja. Wald und Kunstrasen. Leider, ich habe irgendwas anderes habe ich gesehen. Japan Map auf YouTube. Ja, ich auch. Irgendwie, ja. Mehr so. Irgendwie, ja. Also jetzt hat man hier wenigstens wieder ein bisschen Bäume und so. Aber ich glaube, hier ist noch sehr, sehr viel Experimentieren angesagt. Oder sie haben einfach keinen Bock mehr drauf. Deswegen hat er selber reingeschrieben, Admin sucks. Warum auch immer. Ich denke, die arbeiten schon noch an den Maps, aber halt langsam, ne? Ganz langsam. Ja. Die sind ein Team von 5-6 Leuten oder so, soweit ich weiß. Okay. Ich hab mit einem von denen mal ganz zufällig auf Iceland gespielt. Wir haben uns in-game zufällig getroffen und sind zusammen rumgerannt. Und irgendwann hat er mir erzählt, dass er zum Entwicklerteam gehört. Hm. Und seitdem habe ich ein bisschen Kontakt mit ihm, hat mir auch einen Zugang zur New York Map und so gegeben, hat mir das Passwort und so gegeben, dass ich mir anschauen kann und alles. Ah, cool. Und dann warst du drauf, ja? Das, was du aufgenommen hast. Ja, da, wo, als ich drauf war, war es dann ein öffentlicher Playtest. Ich habe zu ihm gesagt, ich brauch das Passwort nicht, weil ich lieber drauf gehe, wenn Spieler da sind, ne, dass ich ein bisschen Action noch habe. Ja. So wie wir jetzt nur rumrennen und anschauen, ist auf Dauer ein bisschen langweilig. Hier sind Zelte drin. Aber ich glaube, die wurden. Ich weiß nicht, ich glaube, die wurden. Ein Wagenzelt. 2 Wagenzelte sind hier drin, ja. Und noch andere Zelte. Tarnzelt. Und ein großes Zelt. Mittlerer Tresor ist hier. Öffnen. Natürlich nichts drin, aber klar. Einen Brunnen bräuchten wir. Mhm. Hier gibt's doch bestimmt einen, oder? Ich hoffe mal. Jedenfalls ist hier ein fetter Wasserspeicher hier in der Mitte. Okay, ich habe einen M249 Mag gefunden. Also was heißt Mag? Munitionsbeutel, das ist ein Maschinengewehr. Oha. Aber irgendwie keine Waffen, ne? Man findet ultra viel Muni und Mags und so, aber keine einzige Waffe die ganze Zeit. Guck mal, hier wenigstens mal eine richtige Angel hier. Nee, die kommt da rein. Krass, im Grunde kannst du deine ganzen Waffen einfach ins Inventar legen, ne? Ja. Na, die sind auch kleiner, als sie eigentlich wären. Ja, voll. Ist alles kleiner gemacht. Quasi Inventar um 300% vergrößert, Waffen um 300% verkleinert. Passt. Etwas schade, finde ich, ja. Also, ich, für mich muss man sowas nicht machen. Ja, ich verstehe auch nicht, warum. Weil. Macht ja keinen Sinn, oder? Nee. Ist zu viel des Guten eben. Also du brauchst ja immer eine Herausforderung. Vanilla ist ja schon ganz in Ordnung. Ja, finde ich auch, aber ist schwierig auf solchen Maps eine Vanilla-Einstellung zu haben, weil die Map halt ganz anders ist. Von den Loot-Tiers und so. Schmeckt oder was? Ich finde das Wasser so ein bisschen mehlig. Richtig gut. Aus meinen blutigen, dreckigen Händen.
Weit haben wir es nicht mehr nach Hiroshima. Mal gucken. Da kommt die große Bombe und dann war's. Mal schauen, wie das Wasser da schmeckt. Mhm. Vielleicht leuchtet es im Dunkeln. Mal gucken. Vielleicht treffen wir noch auf Gojira. Mal gucken. Wäre richtig cool, wenn es da verstrahlte Mutanten und so geben würde. Ja, ne? Ich glaube nicht. Ich glaube wir müssen uns keine Hoffnung machen. Nö. Ich meine, an sich sind die ganze Map voll mit solchen Dudes. Und jetzt würde mich Kuba noch interessieren, ne? Vielleicht können wir Kuba das nächste Mal reingucken. Das ist eben eher das Palmending, ne? Ich meine, Kuba weiß ich gar nicht, wie es aussieht. Ich habe noch nichts davon gesehen. Ich habe es seit Ewigkeiten auf dem Zettel, aber habe nie reingeschaut. Mhm. Aber ich habe eine verdammt lange Liste, was Maps angeht, die ich anschauen will. Also falls du mal Inspiration brauchst, kann ich dir mal meine Liste schicken. Ja, hau raus. Also Japan, Kuba war so meine Idee. Beziehungsweise die ich gesehen habe. Aber du hast schon ein bisschen mehr Erfahrung. Oder hast dich ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt, würde ich sagen. Das ist schon noch einiges. Also meine Liste ist echt lang. Ich meine, wahrscheinlich die Hälfte davon existiert schon gar nicht mehr an Maps. Höchstwahrscheinlich. Aber die eine oder andere. Ich meine zum Beispiel Deadfall habe ich auch seit Ewigkeiten auf der Liste. Hatte ich schon auf der Liste, als es noch entwickelt wurde quasi. Ohne zu wissen, was es überhaupt ist und so. Und das ist, daraus wurde ja anscheinend jetzt was Cooles. Daraus wurde ein bisschen was zu Großes, habe ich das Gefühl. Ja, die müssen halt einfach mal den zweiten und dritten Server aufmachen, dann wäre alles easy. Aber ja, machen sie ja scheinbar nicht. Ich meine, warum? Warum machen sie es nicht? Die könnten Geld damit verdienen. TR527, was ist das für ein Vieh? Sniper 576. Dafür haben wir ultra viel Money, oder ich zumindest. Kannst du auch deinen Scope drauf machen? Wollte ich gerade fragen. Kann ich meinen Scope drauf machen? Sporter, weg damit. Warte mal, ich gebe dir die Money. Hast mal 50 Schuss, kannst du auch auf jeden Zombie ballern. Nice. Mac hast nicht, wa? Mac ist drin, doch. Oh, nice. Dann hast du eine voll ausgestattete Chillig. Chillig, chillig. Warum lachst du jetzt wie ein Psychopath? Muss ich was befürchten? Oh, guck mal, ich hab Dünger gefunden. Leder bearbeiten. Ich werde da kommt jetzt eh nur normales Leder raus und abruhr. Nee, Quatsch, lass mich rüber. Jupp, ach so, ich will mit dir immer rüberziehen. Ich muss einfach nur R gedrückt halten, Mann. Muss ich mich dran gewöhnen. Nee, nicht leeren. Ach, ich Idiot, das ist doch nur ein 5er-Magazin. Jupp. Okay, alles klar. Hinten schreiten hier. Dann machen. Combine. So, in die Richtung müssen wir auf, würde ich sagen, ne? Richtung Norden müssen wir. Richtung Norden. Käse. Ich hab so viel Essen und so einstecken. Schauen wir mal, was in Hiroshima abgeht. Gojira. 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 Wie sagen die Japaner zu Godzilla? Gojira. Gojira. Läuft denn der Zipfel jetzt nicht hier? Hallo, Zipfel. Auf jetzt. Jetzt läuft er. Du bist ein Händler da. Du bist gut getarnt mit deinem grünen Mantel. Ja, ich wollte gerade sagen, eigentlich war ich direkt vor dir. Ich habe übrigens nach links geschaut, nach rechts, ich sehe ihn nicht. Wo ist er hin? Wo ist denn der Typ? Wo ist er denn hin? Ja, ich glaube, nächstes Mal habe ich Bock mit dir ein bisschen Hardcore zu zocken. Ja, ich glaube, es wird mal Zeit für dich, mal was Ernsthaftes kennenzulernen. Ja. Was richtig ist. Also Hardcore bedeutet auch Essen verdammt schnell runter, Trinken runter oder jetzt nur die Stärke der Gegner, also der Infizierten? Oder das Gesamtpaket? Also, intense ist, da ist das komplette Game verändert, also da ist nichts mehr, fast nichts mehr normal DayZ, könnte man sagen. Das ist ein komplett anderes Krankheitssystem, also das gibt irgendwie 20, 30 verschiedene Krankheiten und so zum Beispiel. Es gibt über 100 verschiedene reale Medikamente. Wo auch nur der Medikamentenname steht und nicht, was das tut oder so. Und solche Sachen. Ein einzelner Zombie kann dich totschlagen. Also, ja, so das viele ist, verschiedene überhaupt. So viele verschiedene Medikamente. Also nicht nur die normalen, die man kennt. Die gibt's gar nicht. Okay. Also Vanilla-Medikamente gibt's überhaupt nicht. Es gibt nur reale Medikamente aus der echten Welt quasi. Ja? Ja, das sind alles echte Medikamente. Also,
haben die Wirkung wie die echten Medikamente und auch den Namen. Ja, und Loot ist halt allgemein sehr, sehr selten. Irgendwie laggt. Liegt es an mir oder ich glaube, du hast gerade. Liegt an mir, hä? Ja, du hast gerade fette Lags. Du zappelst ganz schön rum. Ja, du bei mir aber auch. Könnte am Server liegen. Ja? Yeah. Oder hör ich mich im Discord auch komisch an? Oh, jetzt bist du weg. Oh, Alter, wie so ein Samurai bist du jetzt. Auf einmal 10 Meter nach hinten und dann bist du 10 Meter nach links hinterm Baum. Ohne Scheiß, das hätte so eine Samurai-Szene sein können. Hühnchen! Moin, Pepperoni-Hase. Moin, ihr Zockers. Alle beide zusammen. Nice. Grüß euch und den Chat natürlich. Moin, Pepperoni. Ja, da, Pepperoni. Hat mir gestern erzählt, dass er immer Ärger kriegt von seiner Freundin zu Hause, wenn er kocht, wenn er staubsaugt und wenn er die Spülmaschine ein- oder ausräumt. Dann bekommt er Ärger? Das kann ich gar nicht verstehen. Ich auch nicht verstehen, warum, ja, ne? Ich glaube, er hat erzählt gestern, dass sie da ein bisschen eigen ist. Macht sie gerne selber. Herzlichen Glückwunsch, kann ich da nur sagen. So kann man das auch sehen, Pepperoni, siehst du? Ich habe jetzt irgendwie keinen Plan mehr, wo du bist, ne? Ah, da, okay. Ah, ich glaube, der Server stirbt gerade, es laggt wie Sau. Na, bei mir ist wieder alles fit. Und du teleportierst dich bei mir mega rum. Ich nicht? Okay. Ah. Vielleicht liegt das daran, weil wir Hiroshima näher kommen. Ich glaube, das wird ein bisschen größer sein, wa? Kann sein, ja. Ah, ist schon relativ groß. Wir werden es gleich sehen. Der lädt bestimmt ein bisschen, ja. Alles gut bei dir, Pepperoni? Pepperoni-Hase? Pepperoni-Hase? Hä, wo ist denn die Stadt? Ich frag's mich auch gerade. Oh, ich seh sie. Okay. Ich seh sie durch die Bäume. Oh ja, das ist ein bisschen größer. Ja, Mann, das sieht doch cool aus. So auf den ersten Blick. Mhm. Ich will jetzt schon auf den Glockenturm, das wäre mein erstes Ziel. Das mit der Spitze, da kann man oben drauf. Der daneben ist umgekippt, das sieht ganz cool aus, ja. Sie hat ihre Regeln, aber was soll ich machen? Da sagt er, ist schon die dritte. Achso. Und die, ach so, waren die anderen auch so schlimm oder was? Also was das die Regeln angeht. Alter, wie der Server jetzt laggt. Holy shit. Alles ist mega verzögert. Das freut mich, Pepperoni. Na, ich hab's gerade auch nochmal kurz gehabt. Hier sind ein Haufen Zombies bei den Krankenhäusern. Ich gehe aufs Schuldach. Baller die Schweine ab. Ich bin gerade in der Klinik. Versuche aber auch. Ich glaube, hier müsste ich auch aufs Dach kommen. Oh, da ist ein Bär in der Stadt, relativ sicher. Ah, da bist du. Ah, ich hab dich schön im Visier, mein Lieber. Kannst du den Bären hören da drüben, Richtung Türme? Ja. Ja. Ich seh dich schon da drüben, du. Guckst du. Yes. Guckst du. Eigentlich sein Kopf so, du Assi, du Denzane, du Fuchst, du. Ja, ich gehe hier mal hoch. Meinst du, das ist ein Bär, ja? Ja, ziemlich safe. Ziemlich, ziemlich safe ist hier irgendwo ein Bär. Ich schau mal, wo er ist. Hallo Bär! Dann kann man jetzt wahrscheinlich eh nicht killen mit den Lags. Das aber laggt so dermaßen. Geht gar nichts mehr. Alter, was ist denn das? Ja. Anna, der scharfe Hase ist auch wieder da. Stimmt, Pepperoni-Hase. Warum sagen wir Pepperoni-Hase? Ja. Voll, Alter. Das ist einfach der scharfe Hase auch heute. Ja, Mann. Ja. Mega krasser Doppeldeuter, nicht schlecht. Ich hab ein Auge gefunden. Ein Auge, da habe ich auch Max. Okay, wo ist der Bär? Ich bediene ihn. Also ich bin jetzt mal runtergegangen auf jeden Fall. Ich glaube, von oben können wir lange suchen hier, wir werden nichts sehen. Nee, ich bin auch schon unten. Ich sehe noch nicht mal Zombie oder was? Irgendwie ach so, irgendwie ähneln sie. Ja. Passt. Warte mal. Genau, ja, das fast. Klingt jetzt doch nicht mehr wie ein Bär, das klingt wie ein Hirsch.
Wow, was ist das? Eine Kuh. Ich habe einen Granatwerfer gefunden. M79. Oh, ich glaube, ich habe Money dafür. Ja? Ich glaube schon, warte mal. Ich muss mal gucken, was. Ah, nee, nur Rauch, schade. Du willst, kannst mit Rauch schießen. Warte. Irgendwas habe ich auch gehabt. Jetzt wäre ich. M203 Rauchgranate. Ist ganz lustig, damit kannst du deinen Freunden die Beine brechen. Ja? Ja, schon. Kannst auch Leute ohnmächtig schießen damit. Ah, da vorne ist die Kuh, sie ist im Haus. Okay. Kuh ist im Haus? Kuh ist im Haus. Mew. Vielleicht eine Batterie. Die Map hat schon den Charme von Half-Life 1. Ja. Hey, du hast voll recht. Wenn ich mir das jetzt so angucke hier in der Gasse, ist das Half-Life 1, ja. Los, genau so. Half-Life 1. Hier sind mehrere Kühe in den Häusern. Ja, genauso altbacken das Ganze hier. Mhm. Hallo Kuh. Darf ich da rein? Ich hätte gerne die Money. Danke. Ich hab die Kuh befreit. Yay. Wer zum Teufel sperrt Kühe in Häuser ein? Wer macht denn sowas? Oh, komm schon, Digga. Nein, oh, die haben mich ganz übel erwischt, glaube ich. Nein, ich hänge. Einfach blocken, wo bist du denn? Ja. Irgendwo in der Gasse. Ich laufe gerade ein bisschen weiter. Bin bei den Hochhäusern beim Kran. Weißt du, dass sie ist? Ja, alles gut, ich bin erstmal ins Haus rein hier. Ich bin noch nicht so fit mit reinlaufen, weißt du, mit Zombies, dann wieder rauslaufen und die einsperren. Der Trick ist natürlich ziemlich geil. Macht eigentlich gefühlt jeder, ne? Egal wo man DayZ sieht, alle machen das. Ah, schon. Das ist die einfachste Art und Weise, mit Zombies umzugehen, vor allem wenn es zu viele sind. Ja. Hey, der Cyrus hat vom Server verlassen, dafür ist der Chefkoch reingekommen. Nice. Der Chefkoch. Hier liegen übelst viele Äpfel und so am Boden in der Stadt, einfach überall. Was haben wir hier? Jagdrucksack. Krass. Was hatten wir? Ach, eigentlich brauchst du hier gar nicht tauschen, ne? Nee. Mein wasserdichter Rucksack hat 120 Platz, Mann. Ich habe auch einen mit 130. Ohnmacht ruft gleich. Bei mir? Nein. Oh, es wird dunkel. Es ist schon dunkel. Ich muss ein bisschen leiser sein, damit die sich mal verkrümeln hier. Wenn du mir sagst, wo du bist, dann komme ich zu dir. Gibt es nicht sowas wie ein Gruppensystem? Hier gibt es doch safe ein Gruppensystem. Das weiß ich nicht. Und wie aktiviert man das, wenn? Ja. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht wie. Ich kenne mich da nicht so gut mit aus, aber... Ich kann natürlich einen Schuss loslassen, ne? Das könnte ich machen. Drück mal auf O. O? Das ist eine ganze Liste, damit du die ganze Scheiße dann im Inventar noch überblicken kannst. Alter. Das habe ich jetzt alles mit, oder was? Ja, ist alles in deinen Taschen. Holy shit. Ach du Scheiße. Also ich habe hier eine Police gefunden. Da gehe ich jetzt rein. Mach mal. Hier unten schreien die Zombies und ich glaube, die vergewaltigen die Kuh gerade, Mann. Das hört sich genauso an. Die ist genau dazwischen. Gut möglich. Ich habe noch eine AUG AX gefunden, falls du sie haben willst. Ziemlich ein gutes Sturmgewehr. Beste sogar, finde ich. Die AUG? Also die X, nicht die normale. Die normale ist kacke. Two right clicks, warte mal. Move items to the container. Okay, ich lasse das mit oben. Yo. Alter, ich habe die übelste Rüstung gefunden. Holy shit. Alter, sieht das gut aus. Noch mehr. Schuhe auch noch. Let's go. Ich habe tatsächlich kein Knicklicht. Hast du ein Knicklicht gehabt? Nee, ich habe eine Taschenlampe, aber keine Batterie. Noch keine einzige Batterie gefunden. Stimmt, Taschenlampe habe ich auch. Gucken, ob meine eine drin hat. Ja, meine hat eine Batterie drin. Hat meine vielleicht auch eine drin? Lad deine Batterie. Du kannst das Spiel einfach nicht. Bei dir ist nicht laggy? Bei mir ist ultra laggy alles. Nee, überhaupt nicht gerade. Ich habe auch eine Batterie drin. Nice. Ich habe ein bisschen Schiss jetzt, ne, wenn ich rausgehe. Warte mal. Du bist in der Polizei, hast du gesagt, ne? Ja, jupp. Sword Shell. Kann ich dir nicht irgendwo anbringen? Nee, hier kann ich sie nicht anbringen. Kann man in die Luft schießen, wenn du willst, dann weißt du, wo ich bin. Okay.
Ja, mach mal. Eine Kuhvergewaltigung. Hast du gerade nicht gehört, Pepperoni? Warte, ich schieß. Du bist direkt rechts neben mir. Okay. Werden Zombies von der Taschenlampe eigentlich angelockt oder nur von Geräuschen? Ja, ja, wenn du sie anleuchtest, sehen die das Licht. Ah, du hörst das doch, Pepperoni. Mein scharfer Pepperoni-Hase, du müsstest das doch wissen. Wie sich Kühe anhören. Wie sich vergewaltigte Kühe anhören. Nein, das wollte ich damit nicht behaupten. Würde ich gerne noch weiter mobben, aber ich soll in Fahrhaber ein paar Supermutanten vor die Glocke hauen. Bye, bye, der Abo und ganz viel Spaß. Ich weiß nicht, wo Far Harbor ist. Klingt nach Far Cry, oder? Seven Days to Die spielt er eigentlich. Ne, war dann nicht Far Cry, Fallout meine ich. Seven Days to Die, ja, das kann natürlich auch sein. Aber gibt's da Mutanten? Da gibt's nur Zombies, oder? Obwohl, gibt's noch Mutanten. Ich bin jetzt mal hinten rausgegangen. Muss hier irgendwo die Police sein. Ich hab noch eine Rüstung für dich. Oh ne, warte mal, das zu dir. Überschreibt aber das, also das geht auf den Spot, wo unser Tunica ist. Ich weiß nicht, was du lieber willst, ich nehm's ja einfach mit und dann sehen wir es. Hier ist ein kleiner Tunnel. Ich weiß nicht, was abgeht, bei mir ist auf einmal alles ultra laggy. Oder ist die Kuh wieder, jetzt hat sie eingekriegt. Glück gefragt, ob jemand einen Download an hat hier. Ist ja schon komisch, was hier auf einmal abgeht. Das ist auch nicht die Police hier, oder? Sehen die irgendwie anders aus? Nee, die Police bleibt die Police, ne? Das ist eine normale graue, also nicht die gelbe, sondern die größere. Bin draußen vor der Police, ich gebe mal Lichtzeichen. Wenn ich irgendwann auf die Taschenlampe wechsle. Meine müsstest du eigentlich auch sehen. Ja, die Taschenlampen leuchten nicht mehr besonders weit. Ich leuchte gerade nach oben auf die Häuser, dass du es vielleicht leuchten siehst. Aber warte, ich schieße einfach nochmal. Schuss kommt. Jo, du bist hier rechts neben mir. Irgendwo, warte mal. Oh, ist das eklig im Dunkeln mit den Zombos. Warte, ich muss sie einmal platt machen hier. Das ist Svetlana, die hat gar keinen Bock auf mich, hat sie gesagt. Aufpassen, die ist gefährlich. Hab ich gehört. Ja. Die hat auch spitze Zähne. Echt? Okay. So, hier wo muss irgendwo das sein. Das hier hat mich gerade gebissen. Ah, da ist er, guck mal da, bist du Taschenlampe oder was? Taschenlampe! Bist du Taschenlampe? Ach, hallo? Guten Tag, mein Name ist Igor. Ich hab gerade Kuh fertig gemacht. Was ist, Alter, was ist denn das? Eine was, Brustplatte was für dich. Da? Ach so. Die steht falsch rum. Warte mal. Warte mal. Du bist ja nett, du. Hör mal. Schau dir meine an, pass auf, wenn ich das ableg. Wir sind einfach raus wie die krassesten Typen ever. Geil, Mann. Ja, leider sind wir alleine auf dem Server und können damit nicht angeben. Gut, dann verabschieden wir uns mal für heute. Soll reichen mit der Map. Schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und wir sehen uns im nächsten Video. Peace.